Gut gemacht, Dana, mein Liebes. Ich bin so stolz auf dein Konzert auf dem Platz bei der Musikakademie. Wir müssen einen hübschen Rahmen für dein Diplom finden. Danke, Mutter. Sobald du dein Studium an der Akademie nächstes Jahr abgeschlossen hast, solltest du deine Ausbildung am Konservatorium in Paris fortsetzen können. Nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. Dann, mein Schatz, wirst du eine große Konzertpianistin. Du machst uns so stolz, nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. So stolz. Ich will wirklich Konzertpianistin werden, aber der Gedanke, Papa, dich und unser Haus für das Konservatorium zu verlassen, macht mir nicht gerade Freude. Und vielleicht ist es keine so schlechte Idee, wenn du aus Wagen fortgehst. Die Zeiten sind momentan schwer für Leute wie uns. Ich mache mir immer noch Sorgen um deine Gesundheit. Zum Glück hat Herr Gustav sich bereit erklärt, dich diesen Sommer in der Berghütte aufzunehmen. Oh ja. Die Bergluft dort wird dir unglaublich gut tun, mein Liebes. Übrigens, hast du Herrn Gustav schon geschrieben, um dich zu bedanken? Also ich war sehr beschäftigt damit, für das Konzert zu üben. Der Herr bietet dir eine Anstellung an, Dana. Ihm zu danken ist ja wohl das Mindeste. Ja, Mutter, ich mache es jetzt gleich. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Also, was ich jetzt noch... Ich habe es ja sehr, sehr lange nicht mehr gespielt und da mussten wir ja noch länger darauf warten, bis dieser Teil draußen war, weil es immer wieder verschoben worden ist. Aber so wie ich das verstanden habe, die wir im ersten Teil gesehen haben, am Ende, im ersten Video, ist also ihre Tochter hier, weil das hier ist ja, so wie ich das verstanden habe, Sarah Walker, ne? Und ich meine, das war ja auch diejenige, die wir die ganze Zeit gespielt haben, die aber irgendwie immer anders ausgesehen hat. Also ich bin ein bisschen irritiert jetzt gerade. Das Diplom, das mir Frau Beckmann nach meinem Konzert auf dem Musikplatz gegeben hat. Mama war so stolz. Kategorie Klavier, drittes Jahrgang. Okay. Was haben wir denn noch? Herr Gustav, mein zukünftiger Arbeitgeber. Dank dieser Ferienanstellung werde ich Papa helfen können, mir ein weiteres Jahr an der Musikakademie zu finanzieren. Fräulein Rosé, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Bewerbung für die Sommerbeschäftigung auf meiner Berghütte erfolgreich war. Ihr Arbeitsverhältnis beginnt am Montag, dem 5. Juli und endet am 31. August. Für diesen Zeitraum erwarten wir einen starken Besucherandrang. So empfangen wir etwa eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich bei uns auf eine Expedition in den Orient vorbereiten. Ihre Hauptaufgaben bestehen darin, zu den Essenszeiten Mahlzeiten zu servieren und uns bei der täglichen Haushaltsführung zu unterstützen. Da Sie in Ihren Lebenslauf schreiben, dass Sie an der Musikakademie studieren, möchte ich Sie ebenfalls bitten, an einigen Abenden Klavier zu spielen. Ich möchte außerdem hinzufügen, dass Sie während der gesamten Dauer Ihrer Beschäftigung zusätzlich zu Ihrem Gehalt freie Kost und Logis erhalten. In freudiger Erwartung Ihrer Zusage wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Abschluss Ihres Schuljahres. Gustav Renner, Leiter der Berghütte Silberspiegel. Ja, kann man hier noch irgendwas öffnen, rausziehen oder so? Sieht nicht so aus. Oh, Moment, da ist noch was. Ja. Ach so. Ah, okay. Ich denke, du brauchst schon einen Federhalter, um diesen Brief zu schreiben. Aha. Und das heißt, dass ich mir erstmal einen besorgen muss, oder? Ich denke, du brauchst schon einen Federhalter, um diesen Brief zu schreiben. Scheinbar ja. Okay, haben wir denn hier irgendwo einen? Hier vorne ist eine Tür. Sehr schönes Bild, kann ich aber nicht drehen. Ach, das sind die verschiedenen Rahmen, womit die Bilder einrahmen. Ah. Okay. Halt, stopp, stopp.
Das sieht gut aus. Das nehmen wir schon mal. Ja, den brauchen wir nicht schwenken. Den wollen wir einfach nur haben. Aber dürfen wir anscheinend nicht mehr holen. Das ist irgendwie... Sie klemmt. Papa sollte wirklich mal Ordnung schaffen. Ihr Finny aber auch. So, Moment. Das einmal aufziehen. So. Da, geht drauf. 28. Mai 1937. Lieber Anton, die Gemälde sind wohlbehalten eingetroffen. Angesichts ihrer hohen Qualität kann ich Ihnen zum günstigen Einkaufspreis nur gratulieren. Sie werden ganz sicher Abnehmer bei meinen amerikanischen Kunden finden und unsere kleine Investition wird sich bald auszahlen. Ich möchte mich bei Ihnen und bei der reizenden Lena auch für die Worte der Unterstützung bedanken, die Sie der Sendung beigefügt haben. Die Ärzte sind optimistisch und gehen davon aus, dass Miriam schon in diesem Sommer wieder auf die Beine kommt. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass eine so starke Frau mir die Ehre erwiesen hat, mich zu heiraten. Ich verheimliche Ihnen jedoch nicht, dass wir beide sehr erschöpft sind. Trotz der Krankheitsgeschichte von Miriam hatte der Geburtshelfer, dieser Scharlatan, uns einen günstigen Verlauf dieser unverhofften Schwangerschaft in Aussicht gestellt. Wir haben uns entschlossen, uns künftig nicht mehr einer erneuten Enttäuschung auszusetzen, auch wenn uns diese Entscheidung schwer gefallen ist. Es geht hier nicht nur um Miriams körperliche Gesundheit, sondern zugegebenermaßen um unser beider seelisches Wohlbefinden. Miriam und ich werden uns wohl darauf einstellen müssen, einsam älter zu werden, ohne Nachkommen. Sie werden sicherlich verstehen, mein guter Freund, dass wir uns jeden Tag den Gott werden lässt, die Frage stellen, ob wir hier im Ostertal gut aufgehoben sind, während der braune Schatten sich in unserer Stadt immer weiter ausbreitet. Miriam und ich werden jenseits des Atlantiks zweifellos in größerer Sicherheit, zumal ich mich dort, wie Sie wissen, auf ein solides berufliches Netzwerk stützen kann, sowie auf einige Freundschaften in der New Yorker Kunstszene. Wie dem auch sei, die Unterstützung, die Sie und Lena uns haben zukommen lassen, hat uns zutiefst berührt. Der erneute Beweis für das Vertrauen, das uns verbindet, war für uns ein Lichtblick in diesen düsteren Zeiten. Ich möchte mich erneut bei Ihnen beiden bedanken und verbleibe in tiefster Freundschaft. Adam. Ja, können wir hier können wir so nichts machen, ne? Dann die Noten. Die stecke ich besser weg, bevor ich sie verliere. Ich bin mir sicher, ich kenne das Stück mittlerweile sowieso auswendig. Ja, aber es ist ja immer besser, ne? Ich wollte die aber... Kann ich die denn nehmen? Achso, Moment. Die Hymne von Wagen. Mein Lieblingsstück. Okay, das ist ja alles schön. Aber ich kann sie nicht nehmen. Also... Ja. War wohl nichts. Okay. Dann würde ich sagen, mit dem Stift sollte das ja jetzt auch funktionieren, was auch immer sie schreiben möchte. Na? Los? Schätzchen, ich hoffe, du denkst nicht ernsthaft darüber nach, einen Brief an deinen neuen Arbeitgeber mit diesem alten Bleistift zu schreiben. Ernsthaft jetzt? Schätzchen, ich hoffe, du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach, einen Brief an deinen neuen Arbeitgeber mit diesem alten Bleistift zu schreiben. Ja, nerv mich doch nicht. Vergiss nicht, Herrn Gustav gegenüber sehr höflich zu sein. Tja. Wo soll ich denn so ein Ding finden hier? Dana, Schätzchen, ich bin gerade beschäftigt. Ja, so klang das auch eben. Ist auch nochmal eine Tür. Nee, da ist verlassen. Was war denn die andere Tür? Da war doch gerade auch noch was hier. Ja, ja. Ach so, oder ist es hier? Moment. Ah. Papa, könnte dein Stift hier irgendwo sein? Gut möglich, nehme ich an. Na, komm. Oh, das ist wirklich so unordentlich. Das zu timen, dass es genau da drauf steht, das ist doch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Na, komm, zieh das, schieb das wieder rein. So, nein. Ah, perfekt.
Sehr gut. Haben wir ja sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Sieht nicht so aus. So, haben wir da noch was Interessantes? Papa ist so unordentlich. Anscheinend nicht. Okay. Du könntest die Schubladen schließen, wenn du fertig bist, kleine Schnüffelnase. Oh Gott. Ich habe noch überlegt, ob ich sie schließen soll oder nicht. Aber nein, dann meckert er mich auch noch an. Von Vorarlberg. Diese Maschinen sind unglaublich. Ja, das sind die, die wir ja eben schon gesehen haben. Automatenfabrik, hergestellt in Frankreich. Sie sind glücklicher Besitzer eines Automaten von Vorarlberg. Dann genießen Sie lebenslange Garantie. Bei Fragen zu Ersatzreparaturen oder Rückerstattungen kontaktieren Sie uns bitte über die Adresse auf dem Garantieschein. Wer sind wir? Die in den französischen Alpen in Valladolid gelegene Manufaktur Vorarlberg bietet Präzisionsmechanik der Spitzenklasse. Die Automaten unserer neuesten Generation erfreuen sich in ganz Europa großer Beliebtheit, denn sie stehen ebenso für die Qualität unserer Arbeit wie für die Wertschätzung gegenüber unserer Kunden. Wir geben jedem unserer Produkte einen einzigartigen Schliff und verleihen ihm so einen unverkennbaren Charakter. Wagen und wir. Wir sind nicht nur stolz auf unsere Kundennähe, sondern unterhalten auch zu Wagen und seiner Bevölkerung eine ganz besondere Beziehung. Unser Chefingenieur Hans Vorarlberg hat auf einer seiner Reisen ein verwüstetes, von einem schrecklichen Großbrand heimgesuchtes Wagen kennengelernt. Dieser Anblick hat ihn zutiefst bewegt und dazu veranlasst, mit seiner Manufaktur einen Beitrag zum Wiederaufbau und zur Modernisierung der Stadt zu leisten. So könnte Wagen seine ewige Schönheit wiedererlangen und dank unserer allerneuesten Automaten Einzug in das moderne Zeitalter erhalten. Das war alles sehr interessant zu lesen, aber ich sollte jetzt den Brief fertig schreiben, sonst wird Mama sauer. Ja, das wollte ich ja schon die ganze Zeit. Aber ich durfte ja nicht. So, jetzt aber. Schätzchen, nein. Ich hoffe, du denkst nicht ernsthaft. Sehr geehrter Herr Renner, ich möchte Ihnen dafür danken, Verpisst euch, ihr dreckigen Baggeraner! Nein, nicht Dana! Es ist zu gefährlich! Meine Güte! Was in aller Welt? Geht's noch, du Arsch? Dana, liebes, nein. Nein, gib mir das. Bitte. Oh, meine Güte! Was steht da, Vater? Nichts, Dana. Außer Boshaftigkeit. Werden Sie uns jemals in Frieden lassen? Komm schon, Lena, meine Liebe. Hey, komm schon. Sieh mich an. Lass dich davon nicht runterziehen. Hä? Sonst landen wir am Ende noch in Paris. Bei Dana. Ja, interessanterweise, oder besser gesagt traurigerweise, erinnert mich das jetzt an die ganzen, ja, Deutschrussen, sage ich jetzt mal, denen das gleiche im Moment auch passiert. Warum sollte jemand so etwas tun? Warum lassen Sie es an uns aus? Ohne Grund. So kranke Gehirne kann leider niemand... Soll ich mit denen, kann ich mit denen noch reden? Kann leider niemand nachvollziehen. Lena, bitte. Moment, da hinten. Ah, nee, das waren die Eltern noch. Ja. Drohschreiben. Okay, steht das gleiche drauf, wie dieser Blödmann geschrieben hat? Darf ich das auch wieder loslassen? Hallo? Hallo, ich würde hier gerne wieder raus. Oder muss ich da... Ah, Moment. Verpisst euch, ihr dreckigen Vagaraner. Entsetzlich.